Hallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle Freunde da draußen des Schuhwidu und unseren kleinen YouTube-Kanals. Dem Anlass entsprechend und auch der Zeit, man merkt es ja, es geht so langsam auf den Herbst zu, wende ich mich diesmal dem Thema Übergangsschuh zu. Wer also mehr darüber wissen möchte, bleibt einfach dran und wir sehen uns gleich und ich würde mich freuen. Hallihallo, liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen. Wie ich schon eingangs erwähnte, wenden wir uns diesmal dem lieben Thema oder dem breiten Thema Übergangsschuh zu, weil nicht jeder versteht ja immer darunter dasselbe wie vielleicht das Gegenüber oder der Partner oder vielleicht die Mutter meint was anderes wie die Verkäuferin. So in der Richtung. Der Jahreszeit entsprechend werden jetzt auch die Schäfte von den Schuhen wieder allmählich höher. Weil man geht ja automatisch auf die kühlere Jahreszeit zu, wenn der Sommer sich automatisch zum Ende neigt. Das heißt ja nicht, dass ich zwischendurch nicht immer noch ein paar schöne Tage haben kann. Und jetzt muss ich sozusagen sagen oder überlegen, wenn ich jetzt einen neuen Schuh anschaffe, wie soll der beschaffen sein? Welche Prioritäten setze ich? Setze ich mehr darauf, dass der Schuh ein Lederfutter hat, dass er also besonders atmungsaktiv ist, oder ist meine Priorität dann doch eher die Wasserdichtigkeit, die dann leider heutzutage schon immer beinhaltet, dass ich kein Lederfutter im Schuh habe, sondern dieses etwas wärmere textile Innenfutter, was auch mitunter eine leichte Rauung beinhalten kann. Wichtig ist generell, oder wie ich es schon gesagt habe, es werden die Schäfte wieder langsam höher, ganz einfach, um den Fuß vor dem Auskühlen zu schützen, was ja in den nächsten Wochen und Monaten sowieso auf uns zukommen würde, die kühleren Temperaturen am Morgen. Und damit muss ich natürlich auch wissen, was will ich, was brauche ich. Hat mein Kind einen kalten Fuß? Hat mein Kind einen warmen Fuß? Weil ich sag mal, selbst ein Schuh mit Lederfutter kann ich gut und gerne, wenn es ein warmer Fuß ist, bis in den einstelligen Bereich hineinziehen und trage dann erst den Winterstiefel, wenn es wirklich in den Minusbereich oder alles das, was unter 5 Grad geht, dann ziehe ich halt den warmen Winterschuh an. Habe ich einen sogenannten Kaltfuß, also ein Kind, was doch nicht so dolle schwitzt oder was einfach ein bisschen mehr Wärme an den Füßen braucht, das gibt es ja durchaus, dann ist natürlich für viele dieser Übergangsschuh beinhaltend mit Wasserdichtigkeit und diesem Texfutter, weil es einfach von Anfang an immer etwas wärmer ist. Ein Lederfutter muss der Fuß sozusagen anwärmen. Aber in puncto Hautfreundlichkeit, Atmungsaktivität und Schuhklima liegt natürlich der Lederschuh, der komplette Lederschuh, weitaus vorne. Und so ist das eben halt nicht nur im klassischen Bereich, sondern auch bei den Barfußschuhen. Also Barfußschuhe gibt es auch das ganze Jahr über mit dem typisch klassischen Lederfutter. Da weiß man auch, die sind halt richtig schön weich und flexibel. Die engen den Fuß nicht ein. Sie heißen ja auch nicht umsonst Minimalschuh. Und auch hier gibt es davon sozusagen die wärmere Variante. Dann wieder mit dem doch leicht angerauten Innenfutter und damit hätte ich dann wieder eine schöne Wasserdichtigkeit. Das wird übrigens nicht nur von Frodo angeboten, sondern von allen anderen Anbietern auch. Also ich sag mal, das, was wir haben, Be Lifestyle Girl, Philly und so weiter. Der Lurch bietet es zum Beispiel mit an. Also ich sag mal, in dieser Hinsicht kriegt man von jedem Lieferanten wieder ein passendes Modell. Im Übrigen auch im klassischen Bereich, sei es nochmal drauf verwiesen, gibt es das natürlich auch. Der Frodo ganz normal im klassischen Bereich, einmal mit Lederfutter. Dann hätten wir natürlich hier auch wieder die Tex-Varianten für die kleineren, ein bisschen robust ausgearbeitet, für die Spielplatzpiraten. Und natürlich auch der typische Schlankfuß von Däumling kommt in dem Sinne nicht zu kurz. Auch hier haben wir wieder etwas mit Texfutter, weil der schmale Fuß ja sowieso weniger Bindegewebe hat und mit einer super schönen Sympatex-Ausstattung. Stoßkappe für den Herbst, weil es einfach ein bisschen robuster sein darf von der Sohle her in der kühleren Jahreszeit. Und demzufolge muss ich sagen, steht dem Beginn der neuen Jahreszeit nun gar nichts mehr im Weg. Außer, dass das Kind vielleicht doch einen neuen Schuh bräuchte.
Bis zum nächsten Besuch im Schuhwidu. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal.